Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um mein YT Decoy. Warum bin ich jetzt mittlerweile immer noch extrem zufrieden und habe mich dieses Jahr tatsächlich jetzt wieder dagegen entschieden, mir ein neues E-Bike zu holen. Darum geht es heute. Einmal Decoy, immer Decoy. Warum? Und ich möchte mit euch einfach auch so ein bisschen, wir schauen uns das ganze Fahrrad mal an. Ich werde euch mal zeigen, was ich an dem Fahrrad alles umgebaut habe. Wie zufrieden bin ich mit den einzelnen Komponenten? Was haben wir überhaupt alles umgebaut? Warum habe ich es umgebaut? Welche Problemchen gab es vielleicht in den letzten Jahren mit dem Fahrrad? Wie haben wir die gelöst? Welche Probleme gibt es allgemein am Decoy? Würde ich das Decoy nochmal kaufen? Würde ich euch das Decoy jetzt in 2023 immer noch empfehlen? Darum geht es heute. Viel Spaß mit dem Video. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich bin mit dem Fahrrad die letzten Tage richtig viel unterwegs gewesen und es ist komplett eingesaut, die Bude, ja. Also wirklich, der Dreck hängt überall. Ich war damit jetzt im Bikepark, ich bin damit hier in der Gegend Kornberg Trail, Touren, alles mögliche gefahren. Das Ding wurde einfach komplett am Limit die letzten Tage gefahren und so sieht's auch aus. Also hier hängt überall noch extrem der Dreck drin. Und da ich das Video drehen wollte, dachte ich mir, wir lassen das einfach mal so. Weil das Schöne ist, jetzt sieht man auch die ganzen Problemstellen, die es an dem Fahrrad so gibt, wenn wir bei extremsten Wetterbedingungen fahren. Keine Sorge, es ist jetzt nicht so, dass es riesige Probleme sind und ich würde euch auf jeden Fall von dem Fahrrad abraten. Bisher hatte ich tatsächlich bei schlechtem Wetter nur einmal wirklich Probleme. Das war am Geißkopf dieses Jahr. Am Freitag ganz schlechtes Wetter, es hat nur geregnet, es war komplette Schlammparty, das Bike, du hast es nicht mehr gesehen, es war komplett in einer Schlammschicht eingehüllt. Und das Problem war, durch das ganze Wasser und von oben hat es geregnet, von unten hat es hochgespritzt. Die erste Hälfte vom Tag hat es funktioniert, aber am Nachmittag dann war so viel Wasser im Bike, dass irgendwo in die Kontakte irgendwo Wasser reingelaufen hat, ist. Und dann hat sich das Fahrrad von allein ausgeschaltet. Das ist natürlich nicht cool. Konnte ich in dem Fall auch wirklich nichts machen. Ich bin dann halt ohne Motor gefahren. Wir haben an den Tag in Lift benutzt, von daher war es nicht so wild. Aber wenn das bei Natur passiert wäre, ungünstig. Wobei ich aber auch sagen muss, das waren wirklich extremste Wetterbedingungen. Wenn das Wasser von oben und von unten kommt, plus Schlammparty ohne Ende, das ist für ein E-Bike schon wirklich extremer Einsatzbereich. Da glaube ich, gibt es nicht wenige Räder, die dann keine Probleme machen würden. Also wenn ich mir andere E-Bike-Hersteller anschaue, wie die so abgedichtet sind, wie teilweise, wie viel Platz da am Motor ist, wo der Dreck reinfließen kann, ist das Decoy auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das einfach mal an, weil eine riesen Problemstelle, was heißt Problemstelle, Dreckanlaufstelle, ja, wo sich der ganze Dreck sammelt, ist wirklich hier hinten am Hinterbau und das ist manchmal gar nicht so optimal. Das ist hier hinten am Hinterbau, ich habe hier schon ein Schutzblech montiert. Das hält natürlich auch schon einiges an Dreck weg, aber trotzdem, wenn ihr hinschaut, hier hängt richtig der Dreck drin. Also hier ist bestimmt so eine 1,5 bis 2 cm Dreckhaufen, der sich hier angesammelt hat. Das wäre, denke ich mal, noch übler, wenn ich das Schutzblech nicht hätte, dann wäre hier hinten auch in die Gelenke alles voll. Das ist nämlich der Vorteil an diesem Schutzblech. Hier habe ich mir nämlich einen Meshguard montiert. Der hält den groben Dreck hier von die Lager weg, weil hier sitzen zwei Lager und hier sitzen zwei Lager. Und hier ist wirklich nur so ein bisschen die Spritze drin, aber nicht so ein richtiger Dreckhaufen. Dann sind natürlich auch hier diese Gummis, die verrutschen ganz gern mal. Bisher halten sie, also wenn man sie wirklich mit Bremsenreiniger sauber macht, dann reinschiebt und dann der Bremsenreiniger, sage ich mal, verdunstet, dann halten sie wirklich gut. Aber gerade wenn man das Rad neu kauft, hatte ich es eben oft, dass die dann rausgerutscht sind. Da muss man immer mal hingucken, weil wenn diese Gummis nicht drin sind, dann läuft natürlich hier der Dreck auch schön Richtung Motor. Und was natürlich auch einfach blöd ist, wenn sich hier zum Beispiel Steine ansammeln oder ein Stein reinfällt, dann verkratzt hier der Lack. Das sieht man jetzt nicht, weil zu viel Dreck da ist, aber wenn der Dreck weg ist, sieht man hier an dieser Stelle, wo sich die Wippe bewegt, da ist der Lack schon gut abgerieben. Das liegt natürlich daran, dass der Dreck einfach ansammelt, Steine reinfallen und dann haben wir das Problem, dass es den Lack abreibt. Ansonsten hatte ich hier aber wirklich auch nie Probleme irgendwie mit lockeren Schrauben. Ich meine, gut, ich habe relativ häufig auch immer mal einfach das Drehmoment kontrolliert, dass alle Schrauben fest sitzen. Aber hier trotzdem, dass irgendwas knackt, irgendwas knirscht. Bisher nichts. Wir werden diesen Winter den Hinterbau mal komplett zerlegen und da bin ich natürlich dann auch schon gespannt, wie es so um die Lager steht. Aber bisher funktioniert der Hinterbau einwandfrei und kann man eigentlich nichts aussetzen. Ne? Etwas weiter vorne haben wir ja den Akku. Der ist bei dem Decoy, sage ich mal, mit zwei Schrauben befestigt. Hat den Nachteil, man kann das Ganze nicht absperren. Finde ich persönlich natürlich nicht so cool. Ich meine, ich habe mein Fahrrad eigentlich nie unbeaufsichtigt irgendwo stehen.
Aber trotzdem, man kann halt mit einem Imbusschlüssel den Akku relativ schnell ausbauen. Das ist jetzt nicht ganz so Premium. Also ein Akkuschloss wäre jetzt schon eine coole Sache. Aber mei, ich meine, an so Bikes ist es auch immer so die Frage, braucht es das wirklich? Was aber wirklich ein bisschen Problem ist, hier dieser Spalt. Hier läuft gerne Wasser rein. Das ist nicht cool. Das Wasser kann zwar dann hier unten halbwegs wieder rauslaufen, aber wenn das einmal da, sage ich mal, vernünftig reingelaufen ist, kann es halt passieren, dass euch der Akku abschaltet, weil da irgendwo Feuchtigkeit dann drin ist. Und das ist natürlich nicht schön. Das hätte man schöner machen können. Hier hätte man zumindest irgendeine Gummilippe oder irgendwas mit dran kleben können. Aber man muss halt trotzdem dazu sagen, in der Praxis hat es bei mir halt nicht oft zu wirklichen Problemen geführt. Und das ist natürlich schon positiv. Jetzt ist es so, dass bei dem Akku die Ladebuchse hier unten dran ist. So, wenn das Fahrrad dreckig ist, müsst ihr hier immer, wenn über, also das, warum ist die Ladebuchse hier? Warum hat man die nicht irgendwo am Rahmen dran gemacht? Das nervt mich wirklich, das ist so blöd. Ich meine, es ist schön, dass man einen Akku ausbauen kann und den dann in der Wohnung laden kann. Aber man hätte ja auch die Buchse vom Akku irgendwie oben hin machen können. Dann kann man auch ausbauen, in der Wohnung laden und am Rahmen irgendwo noch eine Ladebuchse montieren. Das ist wirklich nicht so schön, weil wenn das hier dreckig ist und es ist oft dreckig, dann muss man echt aufpassen, dass man das hier vorsichtig raushebt, damit man ja keinen Dreck in diese Buchse da reinkriegt. Und selbst dann, seht ihr hier, es kommt trotzdem Dreck rein. Also man muss die immer mal auspusten, dass dann da der Dreck wieder raus ist und das auch vernünftig lädt. Es hat jetzt nie Probleme gemacht, dass es irgendwie nicht mehr geladen hat oder so, aber es ist so ein kleines Detail, wo man besser machen könnte. Genau, ansonsten muss ich sagen, 540 Wattstunden Akku ist natürlich heute nicht mehr der Hit, aber dazu kommen wir später nochmal mehr. Die einzige Stelle, die mir jetzt noch eingefallen ist, die hier und da mal so ein bisschen unschön ist, aber das ist bei vielen Bikes tatsächlich ein Problem, wo das nicht so schön gelöst ist, das ist hier oben am Hauptsteuerrohr, sind die ganzen Bohrungen, wo die Kabel reingehen. Da sind auch diese Gummis dazwischen und die rutschen halt gerne mal raus. Gerade durchs Lenken, die muss man immer wieder reinstecken und gerade wenn man im Regen fährt und das Bike mal sauber macht, muss man darauf achten, dass die Gummis drinstecken, weil sonst läuft euch halt hier schön das Wasser rein. Ich meine, das läuft unten alles wieder raus, aber das ist natürlich nicht der Oberhammer. Ne? Also da hätte man sich hier von den Führungen irgendwie einen sinnvolleren Gummistöpsel überlegen können. Vor allem sind die Gummistöpsel auch einfach über die Leitung geschoben, das heißt, wenn da mal einer kaputt ist, bei der Bremsleitung musst du gleich die ganze Bremsleitung abmachen, damit du diesen Gummistöpsel und den neuen draufschieben kannst. Ich meine, einen alten kann ich einfach abzwicken, aber einen neuen müsste ich ja über die Leitung schieben. Das ist nicht ganz so schön gemacht, aber gut, ist ein kleines Detail, was man relativ einfach wahrscheinlich auch in Zukunft vielleicht beheben könnte. Schauen wir mal, was da noch passiert bei YT. Okay, mehr gab es eigentlich nicht. Ich meine, dass so ein Fahrrad mal komplett eingedreckt ist, passiert halt. So Geschichten wie Steuersatz etc., da komme ich später noch drauf zurück, wenn es um den Umbau der Federgabel geht. Jetzt würde ich vorschlagen, mache ich das Fahrrad erstmal richtig schön sauber, werde das Ganze mal putzen, werde es einmal durchchecken, dass das Ding einfach wieder gut dasteht. Und dann mache ich mit dem Video weiter, dann unterhalten wir uns darüber, was habe ich umgebaut, warum habe ich es umgebaut und wie gut funktioniert das Ganze. Das Fahrrad ist jetzt wieder sauber und es ist einfach immer wieder geil, ne? Wenn das Fahrrad so komplett eingesaut war und man macht es dann mal wieder so richtig sauber. Ja? Also nicht nur so mal kurz drüber, sondern wirklich auch so die Kassette, das ganze alte Kettenöl runter, man macht die Kette mal wieder sauber. Das ist dann schon geil, wenn man das dann wieder mal anschaut, ne? Wenn es dann einfach mal wieder so richtig gut dasteht. Naja, also ein paar Mal mache ich das schon, ne? Aber normalerweise, also tue ich bestenfalls den Bike-Reiniger mit dem Gartenschlauch sauber machen, fertig, das langt. Wie gesagt, jetzt so wie heute, wenn ich es dann auch mal durchcheck, bisschen Service machen, alles mal kontrollieren, dass nichts kaputt ist, dann mache ich es auch wirklich mal komplett sauber mit Antriebsreiniger. Ich tue wirklich mit dem Lappen alles schön putzen und. Das mache ich natürlich nicht immer. Jetzt geht's weiter. Wir fangen einfach mal an. Ich würde sagen, wir starten mit dem Fahrwerk. Da hat sich am Anfang nämlich am schnellsten was getan. Man muss jetzt dazu wissen, das Fahrrad hatte ich gebraucht gekauft. Mit der ganz normalen Base-Ausstattung. Also man konnte es damals quasi kaufen als Mallet-Version, also 27,5 Zoll hinten, vorne 29 und hatte eine Fox 36 Rhythm verbaut mit einem Fox DPX 2. Das war, sage ich mal, das Serienfahrwerk. Mit der Federgabel war ich an sich gar nicht so unzufrieden. Das Einzige, was mir einfach gefehlt hat, ist die Einstellbarkeit. Man hat halt einfach nur eine einfache Compression und einen einfachen Rebound und das war für das, was ich gefahren bin, zu wenig. Beim Dämpfer das gleiche, wobei beim Dämpfer noch ein größeres Problem war, dass der DPX2 eben immer sehr schnell das Schmatzen angefangen hatte
Und dann habe ich gesagt, boah, da lasse ich keinen Service machen, da bauen wir gleich was Gescheites rein. Und da war es ja dann so, dass ich mit MRC Trading mal gesprochen hatte. Die vertreiben ja den Push 11.6 Dämpfer. Das ist wirklich was richtig Feines. Und den haben wir dann quasi in das Decoy gebaut. Gibt es auch ein Video, wo wir bei denen in der Firma sind, den Dämpfer einbauen. Verlinke ich euch unten mal. Schlussendlich, was kann man zu dem Dämpfer sagen? Jetzt nach den letzten 2 Jahren. Es ist wirklich ein absoluter Premium-Dämpfer. Es gibt, sage ich mal, nichts zu beanstanden an dem Dämpfer. Du hast eigentlich sogar 2 Dämpfer in einem, dadurch, dass du diesen Hebel hast zum Umstellen. Und das ist wirklich geil. Das habe ich ganz oft benutzt. Ich hatte mir sehr oft, wenn ich irgendwie Bike-Trip-mäßig unterwegs war, das eine Ventil, sage ich mir, für irgendwelche Flow-Trails und Jump-Lines eingestellt und den anderen halt für die richtig Rough-and-Downhill-Strecken. Am Geistkopf zum Beispiel war das mega geil. Da bin ich wirklich immer im offenen Modus, Dämpfer auf, richtig schön auf Downhill eingestellt. Downhill-Line, dann diese ganzen Enduro-Trails, diese heftigen, verblockten Trails mit den ganzen Steinen. Und wenn ich dann Flow-Trail gefahren bin oder auch mal einen Berg rauf, da gibt es ja diesen Uphill-Trail oder die Jump-Line, dann habe ich einen Dämpfer aufs andere Ventil gestellt, auf Jump-Line eingestellt und dann wirklich Premium, absolut Premium. Also da muss ich sagen, gibt es nichts zu beanstanden. Auch dann irgendwann in Kombination mit der Öhlins-Gabel, die habe ich dann später nachgerüstet. Da war für mich der Aspekt, erstens, ich wollte unbedingt mal Öhlins testen und zweitens wollte ich ein bisschen mehr Verwindungssteifigkeit, weil man muss schon sagen, die Fox 36 war jetzt nicht die verwindungssteifeste Federgabel und man hat es schon gemerkt, es hat sich hier und da einfach ein bisschen schwammig und ich sage mal instabil angefühlt. Und da muss ich sagen, durch die 38er Öhlins habe ich dadurch eine deutlich steifere Front bekommen. Klingt auch ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, wie man es sonst sagen soll. Auf jeden Fall, die Gabel bietet deutlich mehr, sage ich mal, Feedback und die lässt sich halt einfach viel besser einstellen als die normale Grip-Fit-Kartusche. Ne? Wo ich allerdings sagen muss, dass man bei den Öhlins-Kartuschen ein bisschen aufpassen muss. Also wenn man über 100 Kilo wiegt, kommt man da sehr schnell an den letzten Klick vom Rebound. Also ich fahre den Rebound zum Beispiel auch komplett geschlossen, damit ich meine Ausfedergeschwindigkeit so habe, wie ich sie brauche. Und ich wiege jetzt mit Ausrüstung knapp 100 Kilo. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen zulegen würde, dann schaut es schlecht aus. Aber ansonsten muss ich sagen, vom Fahrwerk bin ich wirklich sehr zufrieden. Und wenn man wirklich viel Bikepark fährt und viele Trails, dann ist das wirklich am Decoy eine absolut geile Kombination. Vor allem, weil ja auch dieser Push-Dämpfer extra fürs Decoy angepasst wird. Den könnt ihr ja extra fürs Decoy kaufen bei Push. Das ist wirklich sehr geil. Wenn ihr das Bike natürlich jetzt nicht so hart wie ich nur auf Trails, Waldwegen und im Bikepark nutzt, sondern auch mal eher normale, größere Touren macht, dann ist, sag ich mal, so viel Geld in Fahrwerk zu stecken, schon wirklich ein bisschen übertrieben. Da tut es dann, sag ich mal, auch das normale Fahrwerk, was verbaut ist. Vor allem muss man sagen, mittlerweile verbauen sie ja in dem Decoy, glaube ich, auch den Float X Dämpfer. Und das ist wirklich auch schon eine sehr gute Plattform, um viel Spaß auf dem Trail zu haben, aber auch im Bikepark. Hatte ich irgendwelche Probleme in der Zeit mit dem Fahrwerk? Da muss ich sagen, hatte ich tatsächlich gar nichts. Das Einzige, was man jetzt nach 2 Jahren merkt, der Dämpfer fängt so ganz langsam mit Schmatzen an. Den werde ich aber jetzt über den Winter auch mal servicen lassen. Bei der Gabel habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Dichtungen funktionieren, Kartusche funktioniert, ich hatte keinen Druckverlust. Also die Federgabel macht, was sie soll, ist aber auch noch nicht so alt. Also die wird jetzt auch mal einen kleinen Service bekommen und wahrscheinlich dann in 1 oder 2 Jahren den großen. Aber Probleme hatte ich mit dem Fahrwerk tatsächlich keine. Ich mache jetzt mal weiter mit dem Antrieb. Antrieb fangen wir einfach mal erstmal, sage ich mal, mit dem Kettenantrieb, mit den Kettenblättern, den ganzen Zahnrädern an sich an. Und dann unterhalten wir uns über den Motor, Akku und das ganze Software und das Ganze. An meinem Antrieb hat sich tatsächlich jetzt gar nicht so viel getan. Original ist eine XT-Kassette mit 12-fach SLX-Schaltwerk und ich glaube einem E13-Kettenblatt vorne montiert. Weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Beziehungsweise, nee, ich glaube sogar, es ist ein originales Shimano-Kettenblatt drauf. Was haben wir da gemacht? Kassette ist immer noch die erste. 3.500 Kilometer sind jetzt auf der Bude. Das ist jetzt die dritte Kette. Man merkt jetzt mit der dritten Kette ganz langsam, dass hier das vierte Ritzel von unten, das fängt ein bisschen das Hüpfen an mit der neuen Kette. Da müsste man die Ritzel mal tauschen und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Das ist eben an einem Shimano-Antrieb am E-Bike absolut genial. Ihr könnt die untersten 4 Ritzel einzeln austauschen. Könnt ihr im Internet einzeln bestellen, liegen so zwischen 4 und 10 Euro eins. Also selbst wenn ihr alle 4 tauscht, seid ihr vielleicht bei 40 Euro maximal. Und da muss ich sagen, da ist Shimano am E-Bike SRAM echt voraus. Es sei denn, ihr habt die ganz günstigste SX-Kassette, da könnt ihr es auch einzeln tauschen.
Alles ab GX ist die Kassette durch den XD-Freilauf aus einem Stück gefertigt. Das heißt, wenn die unteren Gänge hier verschlissen sind, müsst ihr die komplette Kassette tauschen. In meinem Fall, wenn wir uns die Kassette mal anschauen, ich habe auch die Ketten immer gut gepflegt, muss man sagen. Immer gut geschmiert, nie trocken gefahren. Unter Last schalte ich ständig, also wirklich geschont wird dieser Antrieb nicht. Also das Ding wird E-Bike fahren. Für normale Touren habe ich mein Slash, das Decoy ist zum E-Bike fahren da. Da wird auch jeder Modus voll ausgenutzt. Und wenn da mal ein Schaltvorgang nicht so schön ist, dann ist das wurscht, weil das ist ein E-Bike und es wird geballert. Also da bin ich wirklich gnadenlos. Das Zeug wird richtig auf Haltbarkeit hier getestet und da wird nicht schonend mit dem Antrieb umgegangen. Und da muss ich sagen, ist die Kassette wirklich sehr hochwertig. Man müsste überlegen, 3.500 Kilometer und ich fahre damit jetzt wirklich keine größeren Touren. Also da ist wirklich schon immer ganz schön Belastung drauf. Das ist wirklich gut. Und jetzt müssen wir halt mal die unteren Ritzel tauschen. Das ist voll in Ordnung. Wobei ich aber gesagt habe, ich fahre das noch durch den Winter und dann tun wir es nächstes Jahr tauschen. Die Kette ist aktuell von SRAM die GX drauf. Das ist, sage ich mal, aktuell so ein persönlicher Test von mir, habe ich in einem anderen Video schon mal gesagt, weil ich mal ausprobieren wollte, wie sich eine GX-Kette an einem Shimano-Antrieb verhält, auch auf Bezug vom Verschleiß. Bisher funktioniert das Ganze, aber ausführliches Video wird da in Zukunft noch kommen. Ansonsten, das Schaltwerk ist mir mal kaputt gegangen, das SLX-Schaltwerk, beziehungsweise es ist nicht so kaputt gegangen, dass es einfach irgendwie nicht mehr geschaltet hat, aber es war halt irgendwie leicht verbogen, die Schaltröhrchen waren dann schon ein bisschen ausgeschlagen und die Bolzen und dann habe ich das SLX-Schaltwerk mal durch ein XT-Schaltwerk ersetzt. Das XT-Schaltwerk hatte ich noch rumliegen von einem anderen Projekt, ansonsten hätte ich auch wieder ein SLX gekauft. Ein SLX-12er-Schaltwerk gibt es im Internet für 60, 70 Euro, das ist wirklich... Also im Vergleich einfach zu anderen Herstellern gar nichts. Ich mir überlege, das ist trotzdem ein komplettes Schaltwerk und ich habe jetzt eins in den 3.500 Kilometern gebraucht. Das ist wirklich voll in Ordnung. Genau, ansonsten gab es noch irgendwas Auffälliges am Antrieb, wo ich vielleicht Probleme hatte. Ich hatte tatsächlich ein Problem. Ich hatte mal ein sehr starkes Knarzen im Hinterrad. Das kam allerdings von der Narbe und da haben wir dann einfach nur den Freilaufkörper demontiert, alles mal sauber gemacht, neu gefettet, wieder zusammengebaut, dann war das weg. Muss man aber auch sagen, ich meine, nach 3.500 Kilometer darf man so eine Narbe schon mal öffnen und mal sauber machen und neu fetten. Hier und da, klar, muss man mal die Schaltung nachstellen. Schaltaugen habe ich tatsächlich bisher immer noch das erste drin. Ist mir bisher verschont geblieben. Muss aber auch sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal richtig hart mit dem Schaltwerk irgendwo eingeschlagen bin. Also wenn man wirklich mal an dem Stein massiv hängen bleibt, dann wird das Schaltauge schon abbrechen. Ich habe tatsächlich immer eins auf Ersatz da. Ich habe es bisher nie gebraucht. Das ist wahrscheinlich immer so, wenn man keinen Star hat, geht es kaputt. Wenn man einen Star hat, braucht man es nie. Also kauft euch einen Schaltauge auf Ersatz. Genau. Okay, so viel zum Antrieb hier hinten. Jetzt kommen wir mal zum Motor, zum Kettenblatt, zum Akku und zur ganzen Software. Bei mir handelt es sich ja jetzt um das Decoy aus 2019. Das heißt, es ist noch der alte E8000 Motor von Shimano verbaut. An sich ein sehr guter Motor, also wirklich die letzten Jahre hatte ich mit dem Motor gar keine Probleme. Der hat immer funktioniert, der ist nie ausgefallen. Die Lage laufen immer noch gut, kein Spiel, kein Klappern, gar nichts. Hat 70 Newtonmeter Drehmoment. Das ist auch so mit der Hauptunterschied zum neuen EP8. Klar, das Gewicht spielt auch noch eine Rolle und der EP8 ist deutlich leiser. Und das ist auch der einzige Kritikpunkt an diesem Motor, sage ich mal. Er ist relativ laut, also gerade in der hohen Trittfrequenz hört man ihn schon sehr stark. Mich persönlich stört es nicht, gibt aber viele, die gern leisen Motor haben. Dann würde ich jetzt keinen E8000 mehr kaufen. Also es gibt ja trotzdem noch viele Leute, die auch gebrauchten E-Bike kaufen. E8000, wirklich sehr guter Motor, wenn ihr kein Problem mit der Lautstärke habt. Ansonsten muss ich sagen, funktioniert er wirklich sehr zuverlässig, nie Probleme gehabt. Im Vergleich zum EP8 zum Beispiel, da hat man hier und da schon mal eine Reklamation oder mal irgendwas, was klappert. Der neigt ja manchmal dazu zu klappern. Hängt irgendwie mit den Anordnungen der Zahnräder zusammen. So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber Fakt ist, der klappert manchmal ein bisschen. Das macht der E8000 nicht. Ne? Und das muss ich sagen, möchte ich nicht vermissen, weil ein Klappern finde ich persönlich immer sehr nervig. Vor allem, weil ich mit dem Ding halt so viel Trails und Bikepark fahre. Da habe ich keine Lust auf irgendein Geklapper. Weiter geht's mit dem Akku. 540 Wattstunden. Ich muss sagen, 540 Wattstunden ist schon wenig. Da hätte ich mir schon immer mal gern ein wenig mehr erwartet. Am Anfang, wo der Akku noch relativ neu war, kommt man da schon, sagen wir mal, so eine 50 Kilometer Tour mit 1500 Höhenmeter rein bergauf. Gehen ganz gut, wenn man relativ sparsam fährt. Aber dann ist auch wirklich Ende. Da würde ich mir wünschen, dass da von Haus aus einfach mehr verbaut wird. Man muss jetzt sagen, es gibt mittlerweile einen 720er Akku. Der liegt aber bei 900 Euro, finde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen zu viel, vor allem in der jetzigen Zeit. Bei Canyon kriegst du für das Geld ja schon teilweise den 900 Wattstunden Akku und der ist voll integriert.
beziehungsweise man kann ihn schon rausnehmen, aber er ist ja wirklich komplett so ins Unterrohr reingeschoben. Und das war auch im letzten Jahr ganz oft so ein Punkt, wo ich schon am Überlegen war, boah, steckst du da jetzt nochmal 900 Euro rein für 200 Wattstunden mehr? Oder überlegt man nicht doch mal vielleicht bei Canyon zu einem Spectral mit 900 Wattstunden Akku? Das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich lange gestruggelt habe. Mittlerweile bin ich wieder da, wo ich sage, ich behalte das Ding und kaufe mir wirklich diesen größeren Akku, weil wahrscheinlich wären mir 720, vor allem wenn der da neu ist, hat er ja auch wirklich 720. Der hier hat ja definitiv keine 540 mehr. Und dann, denke ich mal, macht das auch wieder richtig Spaß, wenn man eine längere Tour macht. Jetzt noch ganz kurz zum Kettenblatt, weil wir hier gerade noch am Antrieb stehen. Ich habe das irgendwann mal getauscht, nicht aus Verschleißgründen, einfach weil ich was Geiles haben wollte. Ich habe mir dann dieses Black One drauf gemacht. Das hat halt hier Silber abgefräst. Ich fand es einfach geil, aber wie gesagt, das originale Shimano Kettenblatt hat auch einwandfrei funktioniert. Okay, jetzt schauen wir uns den Display mal an. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, was da damals beim Sturz passiert ist und wie ich das Problem behoben habe. Bei meinem Sturz war es so, dass das Datenkabel, was hier in den Display geht, das geht ja hier raus und dann hier in den Rahmen rein, das ist quasi abgerissen. Der Lenker hat sich irgendwie verdreht, irgendwo hängen geblieben. Und dadurch hatte ich natürlich keine Verbindung mehr zum Motor und konnte auch keine Unterstützung irgendwie einstellen. Das war halt ungünstig. In diesem Zuge habe ich dann tatsächlich das Display getauscht. Ich hatte ursprünglich, ist bei dem Decoy das E7000 Display drauf. Das ist quasi ein schwarz-weiß Display, sehr klein, zeigt auch nicht viel an. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, wenn du das jetzt eh schon drüber bist, probiere ich mal das E8000 Display aus. Und muss sagen, mir hat es sehr zugesagt. Erstens ist es farbig, zweitens hat es eine Anzeige, wie viel der Motor gerade an Leistung bringt. Und er hat ein paar mehr Sachen, die es anzeigt. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Dann habe ich den noch mitgetauscht. Ist halt jetzt so ein Ding, braucht man nicht unbedingt, ist halt nice to have. Dann noch ganz kurz zum Ausbau des Motors. Wie gesagt, ich habe den einmal ausgebaut, den Motor, wegen diesem kaputten Kabel. Sonst nie. Also ich habe dann halt logischerweise, wo ich ihn raus hatte, gleich alles mal wegen sauber gemacht, die Anschraubpunkte gefettet und das Ganze beim Einbau auch wieder schön festgemacht. Ansonsten hatte ich in den 3.500 Kilometern nie Probleme mit irgendeinem Knacken vom Motor, mit irgendeinem Knarzen, mit irgendwas. Diese Motoraufnahme funktioniert einfach und es ist ein Carbonrahmen. Und da habe ich viele andere Fahrradmarken und Hersteller oft hier, wo der Motor unheimlich knackt, weil diese Aufnahme nicht richtig befestigt ist, nicht richtig funktioniert oder es halt einfach generell knackt. Und da muss ich sagen, bin ich so froh, dass es beim Decoy nicht ist, weil das ist einfach so nervig. Und dann immer diesen Motor ausbauen, diese ganzen Anschraubpunkte kontrollieren, sauber machen, hoffen, dass es nicht zu viel Fett ist, dass der Dreck dann wieder hängen bleibt und dann knarzt es wieder, hast du bei dem Fahrrad nicht. Wirklich, das Ding, und es wurde wirklich so oft eingesaut, ich muss so oft sauber machen. Es wären mehr als genug Möglichkeiten gewesen, wo es hätte knacken müssen eigentlich schon fast und es war nicht der Fall. Und da muss ich sagen, gibt es einen großen Daumen oben von mir, einfach aus Sicht der Werkstatt, ist das wirklich geil. Einmal eingebaut und es funktioniert. Wahrscheinlich hätte ich ihn nie ausbauen müssen, wenn es mit dem Kabel nicht gewesen wäre. Wenn wir schon hier oben am Lenker sind, machen wir gleich weiter. Kleines, aber feines Detail. Ich habe mir vorletztes Jahr, gegen Ende, die Lupine SL-Lampe gekauft. Ich wollte einfach auch schön bei Nacht fahren. Gerade hier im Winter ist es natürlich eine Lampe schon sinnvoll. Und dann habe ich mir gedacht, komm, also wenn schon, denn schon. Lupine SL, 1300 Lumen, super geile Lampe. Lässt sich hier an diesem Hebel ein- und ausschalten. Hat eine Fernlichtfunktion, automatische Ablenkfunktion. Wirklich, also wenn ihr eine vernünftige Lampe wollt, die zuverlässig funktioniert, dann macht ihr bei Lupine auf jeden Fall alles richtig. Klar, sie sind schweineteuer, muss man dazu sagen. Aber Leute, ehrlicherweise, es gibt auch ganz viele andere günstige Lampen. Aber, erstens, wir haben hier einen deutschen Support. Wenn irgendwas mit der Lampe ist, dann kann ich da anrufen, die verstehen mich und die regeln das. Und dann, muss ich sagen, war für mich so der Punkt, wenn ich hier jetzt irgendwo unterwegs bin im Fichtelgebirge, nachts um 10 Uhr im Stockfinstern im Winter und die Lampe fällt aus und ich stehe da mitten im Wald, dann habe ich wirklich ein Problem, weil dann ist es zappenduster, du siehst gar nichts, das heißt, du kannst heimschieben mit wahrscheinlich Handylicht in der Hand. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf und deshalb zahle ich lieber 100 Euro mehr für so eine Lampe und weiß, die funktioniert. Und die hat bisher immer funktioniert. Im Winter, egal bei welcher Temperatur, egal bei welchem Wetter, das Ding funktioniert. Das Einzige, wo es nicht funktionieren würde, ist, und das ist halt auch einmal passiert, das haben wir am Anfang schon gesagt, wenn das ganze Bike so durchnässt ist und der Dreck von allen Seiten überall rankommt und dann der Motor ausschaltet, weil irgendwo Feuchtigkeit drin ist, dann schaltet die Lampe ab. Aber wie gesagt, ist bei mir bei einer Nachtfahrt nie passiert. Und ich muss auch sagen, nachts würde ich nicht fahren, wenn es übel regnet und übel schlechtes Wetter ist.
Das passiert mir im schlimmsten Fall eigentlich nur im Bikepark, weil dann bin ich halt im Bikepark und will halt noch senden und dann ist es halt so. Und da brauche ich aber nicht unbedingt den Akku. Bremsen wurde auch geupgradet, Lenkervorbau auch alles neu. Das muss ich sagen, ist einfach so ein persönliches Ding gewesen. Also Lenkervorbau ist einfach nur, weil ich halt den Sixpack Millennium in diesem Chrom und auch diesen Vorbau von 77 Designs ultra Premium finde. Weil das, ihr kennt es, Leute, man sieht es und denkt, boah, geil, das will ich haben. Und dann kauft man sich das halt, ne? So ist das halt. Und der Lenker war quasi eh zerkratzt, der alte, weil ich da gestürzt bin da, ne? Ja, da muss man natürlich gleich einen neuen Premium-Lenker kaufen, ne? Man kennt's. Genau. Genau, aber was wirklich wichtig war, waren die Bremsen. Ursprünglich SRAM Code verbaut. Ja, kann man jetzt auch SRAM Code fast so sagen. Die sind einfach glump. Versteht mich nicht falsch, ne? Aber diese Code-Bremsen, die funktionieren schon, wenn sie gehen. Am Anfang haben die Spaß gemacht. Aber die werden so schnell heiß, gerade am E-Bike, dann hast du keine Bremspower. Dann haben wir bessere Beläge und Scheiben drauf. Dann war es ein bisschen besser, aber auch nicht der Hit. Ja, und dann fängt irgendwann an, der Druckpunkt zu wandern bei den blöden Bremsen. Dann geht gar nichts mehr. Dann entlüftest du die und nach zweimal Bikepark fängt es wieder an. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr. Dann haben wir die Code komplett ab, haben eine MT7 ran. MT7 deshalb, bin halt so ein bisschen am Testen. Gerade die ganzen Top-Modelle. Wird es wahrscheinlich aber erst Anfang nächsten Jahres dann den ausführlichen Testbericht-Video geben. E-Bike halt MT7, dann an meinem TrackSlash XTR 4 Kolben und jetzt kommt am Downhiller dann die Formula Cura 4 dran und dann haben wir eigentlich so die drei großen hochwertigen Bremsen in der gleichen Preisklasse mal getestet und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch rauskommt. Bisher bin ich mit der MT7 am Decoy super zufrieden. Ich meine, dass man die nicht ganz perfekt schleifrei einstellen kann, ist bekannt, stört mich am E-Bike aber allerdings wenig, weil das, was ich damit fahre, ist eh überwiegend Gelände und das bisschen, wo es mal vielleicht klingelt, stört mich eigentlich nicht. Genau, ansonsten haben wir jetzt dieses Jahr noch die Oak-Hebel montiert, auch ein sehr schöner Bremshebel. Ist zwar eigentlich nicht so gedacht, dass man den Druckpunkt der Bremse damit einstellt, kann man aber mit dem Hebel. Es wird halt von Oak nicht freigegeben, aber es funktioniert. Bisher hat es die ganze Zeit funktioniert und dann kannst du halt echt die MT7 mit so einem richtig Premium-Druckpunkt dir einstellen. Na, das ist wirklich sehr geil. Ansonsten, Leute, was soll ich sagen? MT7 mit Oak-Hebel, mit Probelegen von Galfa, mit Galfa Wave Fix 2mm Scheiben, jetzt mal Shark hin oder her, ist einfach ein Monster. Also Bremspower ist da, wenn ich sie brauche, egal wie viel Höhenmeter ich schon gemacht habe. Und das ist das, was ich am E-Bike brauche. Ich muss in die Bremse drücken und die ist da. Und das ist sie. Und so sollte es sein. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Detail, was ich, glaube ich, vorhin vergessen hatte. Das hätte ich vielleicht bei der Federgabe noch mit erwähnen können, passt aber hier jetzt auch ganz gut rein. Das ist der Steuersatz. Der Steuersatz, den habe ich komplett ausgetauscht. Da war ursprünglich der Akros drin mit diesem Anschlag. Da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und da das hier mit der Ölinsgabel auch schön vorbeigeht, konnte ich da dann einen Steuersatz verbauen, der diesen Anschlag nicht hat. Aktuell verbauten CanQuick 40er habe ich im Zuge des Einbaus der Federgabe mit eingebaut und bisher hat der auch super funktioniert. Einmal habe ich das Ganze schon auseinandergebaut, sauber gemacht, neu gefettet. Bisher knackt soweit eigentlich nichts und bin gespannt, wie es sich jetzt im Winter verhält. Also mal gucken, vielleicht tue ich ihn vor dem Winter nochmal ausbauen, nochmal neu fetten, damit das Lager den Winter auch überlebt. Ansonsten ist ein doppelt abgedichteter Steuersatz für knapp 30-40 €, da machst du nichts falsch. Ne? Genau. Zwei Sachen, die ich ganz gerne noch ansprechen möchte, das ist einerseits der Dropper Post und die Bereifung bzw. auch die Laufräder. Wir fangen mal kurz an mit dem Dropper Post. Aktuell ist ja da verbaut von YT der Postman. Den habe ich, seit ich das Fahrrad habe, drin. Der hat jetzt immer funktioniert. Wir mussten einmal am Anfang irgendwas unten an der Justierung erneuern. Das war irgendwie so ein bekanntes Problem. Ich weiß auch nicht mehr genau, was da war. Das war ganz am Anfang, wo das Bike neu war. Da habe ich mit dem Vorbesitzer dann unten irgendwas noch ausgetauscht. Da haben die uns irgendwas zugeschickt und dann hat sich das Problem ja übrig gehabt. Mittlerweile gibt es das Problem aber auch nicht mehr. Das heißt, für euch, wenn ihr euch jetzt so ein Rad holt, ist es eigentlich nicht mehr relevant. Bisher hat die Sattelstütze immer funktioniert. Ich hatte nie Probleme. Man kann sie mittlerweile wahrscheinlich einmal servicen, zumindest einmal auseinanderbauen, sauber machen, neu fetten. Aber unterm Strich, sie funktioniert, sie macht, was sie soll. Sie sackt nicht ab, sie löst aus, die Justierung funktioniert. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Da gibt es ja wirklich andere Sattelstützen, die deutlich mehr Probleme machen, die irgendwann übles Spiel kriegen, die auf einmal von allein einfedern oder übles Siffen anfangen. Macht die alles nicht. Hat im Sommer, im Winter immer funktioniert. So soll das sein. Bei den Laufrädern haben wir E13 E-Spec-Felgen verbaut.
mit diesen E-Spec-Narben, das sind anscheinend extra Narben für den E-Bike-Einsatzbereich. Und bisher, muss ich sagen, hat sich es auch gelohnt, Narben mit E-Bike-Einsatzbereich zu verbauen. Ich appelliere hier an andere Hersteller, die eventuell ganz stinknormale Narben verbauen. Was ist bei ganz vielen E-Bikes das Problem, beziehungsweise habe ich oft in der Werkstatt? Erstens die Lager. Viel zu klein dimensioniert für die E-Bikes. Was haben wir an E-Bikes meistens? Starke Bremsen, große Bremsscheiben, viel Kraft auf dem Freilauf. Das muss die Narbe aushalten. Wenn es die Narbe nicht aushält, knarzt die Narbe, kriegt Spiel, klappert, geht generell kaputt, Freilauf dreht durch, lauter so Geschichten. Alles schon gehabt in der Werkstatt. Hatte ich hier nichts, hat einfach immer funktioniert. So soll das sein. Also man merkt schon, YT, die denken schon nach, und wenn die ein Bike zum Ballern bauen, dann bauen die auch ein Bike zum Ballern und dann kann man damit auch ballern. Wie gesagt, es gibt andere Hersteller, da ist es leider nicht so. Da werden irgendwelche Narben verbaut, wo, wenn ich die auseinanderbaue, ich mich so frage. Also ich zeige es euch mal. Dieses kleine Mini-Forzlager ist in einer E-Bike-Narbe verbaut. Also nee, die Narbe ist ja eigentlich nicht für E-Bike. Einfach sagen wir mal, in einer Hinterradnarbe bei einem E-Bike verbaut. Das Lager ist so klein, es ist auf der Bremsseite. Wenn ich da eine 203er Scheibe mit einer vernünftigen Bremse habe und es ist an dem Rad verbaut, da fahre ich 200, 300, 400 Kilometer, bremse mal richtig saftig rein, dann ist das Lager hin. Das hat mittlerweile so viel Spiel, das ist jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Lager, was ich bei dem Kunden austausche. Der wird sich jetzt irgendwann auch mal einfach ein neues Hinterrad haben, aber das Lager ist wieder komplett hin, weil es einfach viel zu klein dimensioniert ist. Danke, E13, dass ihr das nicht macht. Da ist ein richtig fettes, großes Lager drin. Auch der Freilauf ist einfach so ein Lager drin. So muss das sein. Ja? Den kannst du auseinanderbauen, mal gescheit fetten, wieder reinbauen und dann funktioniert es. So sollte es sein. Bereifung ist nicht wichtig, weil macht eh jeder, wie er denkt, hat jeder seine Vorlieben. Prinzipiell fahre ich im Winter immer ein bisschen andere Reifen als im Sommer. Ich teste ja auch ganz viel. Aktuell fahre ich wirklich so einen reinen Downhill-Reifen auf dem E-Bike. Das ist auch so ein bisschen persönlicher Test wieder. Ich bin da schon Minion gefahren, Big Betty, Minion DHR, jetzt Conti X-Notal. Alles Mögliche. Also Reifen ist wirklich an dem Bike kunterbunt. Das mache ich immer so, wie ich lustig bin, wie es gerade passt, wie ich gerade Bock habe, was zu testen. Jetzt habe ich wirklich sehr, sehr viel erzählt, geredet. Ihr habt wirklich viel erfahren über das Bike. Bin mehr als zufrieden. Das ist wirklich eine Maschine zum Ballern. Einmal Decoy, immer Decoy. Nächstes Jahr werde ich es noch fahren. Und dann schauen wir mal. Irgendwann werde ich mir schon mal was anderes holen. Aber ganz ehrlich, Leute, so wie die Bude jetzt aufgebaut ist, für mich ist das Fahrrad einfach perfekt. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Viel Spaß mit anderen Videos. Ciao.